Ja, hallo, heute will ich euch nochmal ein neues Spiel vorstellen. Ich weiß, ich habe lange kein Video mehr rausgebracht, aber hier, ich will euch das Spiel Tiny Wings zeigen. Das ist auch ziemlich hoch in den Charts. Ich zeige das, ich öffne das einfach mal. So, und dann hat man ganz kurze Ladezeiten, dann ist man hier schon im Startmenü. Dann kann man hier direkt, kann man direkt spielen. Also erstmal, worum es in dem Spiel geht. In dem Spiel geht es um, man muss einen, also ein Vogel, ein kleiner Vogel, der eigentlich nicht fliegen kann. Deswegen heißt es auch Tiny Wings, weil der halt kleine Flügel hat. Und dann kann er halt nicht fliegen und dann muss man. Ja, ich gleich zeige euch das gleich, wenn ich spiele. Unter Scores kann man sich halt die Scores angucken von einem selber. Dann kann man sich unter Optionen kann man hier die Musik, Lautstärke, die Sounds, Lautstärke, den Screen umdrehen. Das und das Spiel zurücksetzen. Dann gibt's hat's eine Open Faint Anbindung, das ist der Entwickler hat schon versprochen, dass bald auch das Game Center hinzugefügt werden soll. Unter Objectives, da kann man immer, dann kriegt man so ein Nest. Hier steht jetzt zum Beispiel mal 16 drunter, das heißt, dann kriege ich schneller Punkte. So muss ich zum Beispiel noch 5-mal in Viewer Mode. Das ist so ein bestimmter Modus, wenn man dreimal perfekt gelandet ist. Ihr seht das gleich im Spiel. Und man muss halt die fünfte Insel erreichen, ohne solche Geschwindigkeitspunkte einzusammeln. Ich spiele jetzt einfach einmal Runde, damit ihr einen kleinen Eindruck davon bekommt, wie das Spiel ist. So, jetzt ist man hier direkt schon im Spiel. Man muss vor der Nacht fliehen. Jetzt ist im Moment noch Nacht. Und wenn man jetzt drauf drückt, steht der auf. Man muss jetzt gedrückt halten, jetzt wieder loslassen. Also immer wenn der in den Hügel reinfliegt, muss man. Ja, das war jetzt schlecht, muss man drücken. Also, so, und dann irgendwann fliegt der dann halt auch so richtig. Und dann gibt es hier auch. Hier, das sind solche Speedcoins und das muss man halt zufällig, muss man es irgendwie schaffen, dass man bis zur fünften Insel ohne diese Teil und diese Speedcoins kommt. Nochmal so ein Speedcoin eingesammelt und es gibt auch noch eine normale Coins, da waren diese normalen Coins zum Beispiel, die bringen auch nochmal Punkte. Hier und die Nacht, es wird halt langsam Nacht, das ist jetzt kurz der Viewer-Mode, deswegen sind so kleine Sternchen hinter mir. Jetzt kommen wir auf die nächste Insel, es also gibt auch verschiedene Inseln und hier unten sieht man halt den Score. Und hier muss man halt vor der Nacht fliehen und im Moment ist sie halt noch ziemlich weit weg. Ja, ich spiele es hier einfach mal ein bisschen. So, jetzt komme ich auf die nächste Insel mal, wenn es hier so steil runter geht. Fliegt man meistens auf die nächste Insel, da Insel 3. Oh, der war schlecht. Ja, also das ist eigentlich das Spiel so. Ich spiele die Runde jetzt nochmal zu Ende und dann fällt euch die Kaufentscheidung davon vielleicht leichter, ob ihr das Spiel kaufen wollt oder. Also die 79 Cent finde ich lohnen sich auf jeden Fall und die Welt ist auch immer anders. Hier ist halt ist so eine helle Welt eher. Ja, die verändert sich halt auch immer und das Spiel lohnt sich auf jeden Fall und wenn es dann noch Game Center bekommt, auf jeden Fall. Ein sehr lohnenswertes Spiel, finde ich. So ist ja so eine Art Doodle Jump, ist auch eine Art Jump'n'Run, ist ja Flying Run, sag ich mal. Und ja, jetzt kommt auch schon langsam die Sonne runter. Ihr seht hier unten, ist bald Nacht. Es geht hier noch ein bisschen zurück, weil ich auf eine nächste Insel noch geschafft habe. Die Musik ist auch sehr passend zu dem Spiel, finde ich. Also da großes Lob an den Entwickler, wirklich sehr gut. Wenn das Update dann auch noch bald kommt mit dem Game Center, wirklich perfekt. Also 79 Cent auf jeden Fall gut investiert. So, jetzt gleich wird es auch schon Nacht.
Bin nochmal kurz im Führer und jetzt ist Nacht, da sieht man halt nochmal den Score und wie oft ich perfekt gelandet bin und so. Ja, das war das Spiel Tiny Wings. Jetzt könnt ihr euch hoffentlich besser entscheiden, ob ihr es euch für 90 Cent kauft. Auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Bis dann.